Hallo und herzlich willkommen an Bord auf unserem gemeinsamen Flug in eine aufgeräumte Zukunft. Du möchtest die Kontrolle über deinen Besitz zurück und vielleicht auch andere Bereiche deines Lebens? Dann ist diese Destination genau die richtige für dich. Dieser Flug wird durchgeführt in Kooperation mit der KonMari-Methode. Deine Flugzeit ist individuell und dein Gepäck sollte nur noch die Dinge beinhalten, die dich wirklich glücklich machen. Ich darf dich nun noch bitten, alle elektronischen Informationen bis auf diesen Podcast auszuschalten. Mein Name ist Daniela Slesak und ich bin deine ganz persönliche Reisebegleitung. Aufräumen, loslassen, fliegen wünscht dir nun eine angenehme Reise. Hallo meine Lieben und willkommen zur Episode 60. Es ist nicht zu fassen, dass ich schon bei Episode 60 bin. Diese 60 Episoden waren gefüllt mit praktischen Tipps bisher und auch mit tollen Interviewpartnern. Und deshalb möchte ich mich ganz herzlich bei euch auch mal an dieser Stelle bedanken, dass ihr so toll darauf reagiert habt. Und ich freue mich auch, dass ihr jede Woche fleißig einschaltet und dass ihr immer mehr werdet. Dass ihr mir fleißig schreibt und mich anruft und, ach, was weiß ich nicht, Kontakt mit mir über Instagram oder Facebook aufnehmt. Also vielen Dank dafür, dass ihr mich in euer Ohr lasst. So, wollen wir es mal so stehen lassen. Genau, und heute tatsächlich, Episode 60, heute geht's ums Online-Verkaufen. Ist wieder mal so ein knackiges, praktisches Thema, ein ganz wichtiges Thema. Weil wenn wir aufräumen, da bleibt natürlich so einiges stehen und liegen, also an der Seite, ne, an der Seite liegen, also alles das, was wir nicht behalten wollen, muss ja irgendwo hin. Und das ist schon immer auch ein Grund, warum wir gar nicht oft so scharf drauf sind, loszulegen mit dem Aufräumen, weil wir wissen, das muss ja dann auch irgendwo hin. Wegwerfen geht nicht, bringen wir nicht übers Herz und wollen wir auch gar nicht. Und ja, deshalb steht dann immer so eine Verkaufsaktion nochmal an und die kann natürlich im Prinzip genauso viel Zeit in Anspruch nehmen wie die Aufräumerei an sich. Ja, manche sind da ganz firm, aber ich merke das halt immer wieder in meiner Arbeit mit meinen Kundinnen und Kunden. Da gibt's immer noch ganz viel Aufklärungsbedarf und ja, ich sag mal auch so, gerade so die Älteren, die wissen dann oft nicht, die haben ein Smartphone, die kennen sind, haben auch Internet, aber so richtig mit dem Verkaufen und wie man es macht, dass man mit dem Online-Verkauf am Ende auch noch Geld verdienen kann, ja, das ist vielen gar nicht so geläufig und deshalb habe ich gedacht, ich mache mal eine ganze Episode dazu und deshalb heißt es hier heute online erfolgreich verkaufen. Und natürlich, in den letzten Jahren sind ja auch diese ganzen Verkaufsportale wie Pilze aus dem Boden geschossen. Also ich kenne sicherlich auch nicht alle. Ich werde mich heute auch auf 2, 3, 4 so ganz besonders beziehen und werde versuchen, die Tipps, die ich heute für euch habe, sehr allgemein zu halten, damit ihr einfach wisst, was ist denn überhaupt grundsätzlich wichtig, wenn ich so eine Aktion starte, nach einer Aufräumaktion und wenn ich mal so ein paar Sachen einfach online versuchen möchte zu verkaufen. Man kann ja auch erstmal immer mal loslegen und testen, ob das überhaupt irgendwie klappt und wie man sich dabei fühlt und ob das überhaupt was für einen ist. Ja, genau. Und für all diejenigen, die da wirklich so am Anfang stehen, für die ist genau diese Episode heute gedacht. Ne, die Cracks, die müssen jetzt abschalten. Aber die, die wirklich sagen, ich traue mich da nicht so ran. Ich weiß nicht, wer da so kommt. Für die ist genau diese Episode. Und deshalb legen wir jetzt gleich mal los. Also es gibt da allerlei Vorbehalte gegenüber dem Verkaufen übers Internet. Gerade bei so Plattformen wie zum Beispiel eBay Kleinanzeigen, da weiß man nicht, wer vor der Tür steht. Man weiß nicht, welchen Preis man aufrufen soll. Und wenn man selbst seine Fotos anfängt zu schießen, sehen die irgendwie nicht so richtig vorteilhaft aus. Also diese drei Sachen habe ich festgestellt, das sind die meisten Vorbehalte gegenüber dem Online-Verkaufen, dass Leute sagen, ach nee, dann gebe ich es doch lieber meinen Kindern weiter oder spende es ans Sozialkaufhaus. Aber manchmal ist es wirklich schade, weil da steckt viel Geld drin und deshalb kann man da ruhig mal über seinen Schatten springen und anfangen, Sachen online zu verkaufen. Denn die Vorteile, und dazu komme ich jetzt, die Vorteile liegen ja ganz klar auf der Hand. Du holst dir einen Teil deines Anschaffungspreises wieder zurück.
Ja, also das ist ja wohl ein ganz klarer Vorteil, denn ja, Dinge kosten und manchmal nicht so knapp. Und ich komme immer wieder zu Kleiderschränken, wo eben noch die Preisschilder an der Klamotte hängen. Und da macht es durchaus Sinn, gerade wenn die Sachen so neu sind und nicht gebraucht, die zu verkaufen. Also klar, alter Kram wird nicht verkauft, ne? Das ist völlig klar. Aber Sachen, die noch gut sind, da kann man tatsächlich doch das versuchen, das loszuwerden. Und die Sachen stehen anderen Verbrauchern zur Verfügung. Das ist auch eine tolle Sache. Die Sachen bleiben halt in dieser Kreislaufwirtschaft. Man partizipiert so ein bisschen an dieser ganzen, machen wir uns nichts vor. Wir haben die Sachen gekauft. Wir kaufen auch weiter. Viele von euch werden das so handhaben. Die wenigsten sicherlich sind Minimalisten. Aber man partizipiert so ein bisschen an dieser Kreislaufwirtschaft und verhält sich doch etwas nachhaltiger, wenn man eben das nochmal anderen Menschen zur Verfügung stellt und wenn man auch selber konsumiert, also Dinge konsumiert, die eben schon mal hergestellt wurden. Ne? Sie müssen eben nicht nochmal neu hergestellt werden. Man geht nicht in irgendein Bekleidungsgeschäft, sondern man guckt erstmal, vielleicht finde ich da eine Jeans oder einen Pulli und wenn dann noch das Preisschild dran hängt, ich glaube, da ist für viele dann auch die Hemmschwelle noch ein bisschen geringer, dass man sagt, hey, das versuche ich jetzt mal und dann spart man noch einen Taler und das ist ja auch sehr schön. Und noch ein ganz klarer Vorteil für das Verkaufen online von deinen gebrauchten Dingen ist natürlich ein viel höherer Zeitaufwand gegenüber zum Beispiel einem Flohmarkt. Ja, also da musst du auch erstmal alles einpacken, dir einen Stand mieten, da aufbauen und so weiter und so fort. Das ist auch ein ziemlicher Akt. Und da online stellt man es einmal ein und dann guckt man, was passiert. Und natürlich, nicht zu verachten, die hohe Reichweite. Also ganz klar, wie mit allen anderen Online-Geschichten, da kann man gerade so bei hochwertigeren Sachen doch gucken, dass man da ein paar mehr Leute erreicht. Vielleicht auch sogar international, wenn du darauf Lust hast. Also alles steht dir offen, auch für dich als Privatperson, wenn du deine Dinge, die du aussortiert hast, online verkaufen möchtest. Ich höre mich schon an, selbst wie so ein Online-Verkäufer. Ja, aber tatsächlich ist es ja so, ne? Bin ich ja auch irgendwo. Also, bevor du startest, wieder der Tipp der Tipps, kategorisiere. Also, wie du es immer machst, guck, was du alles hast und schau, was du verkaufen möchtest. Du hast dir ein paar Stunden freigenommen oder auch vielleicht einen ganzen Tag oder am Wochenende hast du dir freigehalten, um wirklich mal so eine richtige Fotosession zu machen oder du möchtest gleich alles am Stück machen, also Fotosession und Verkaufs-Upload-Session, also das muss ja auch alles eingestellt werden und beschrieben werden, das ist ein Haufen Arbeit, das ist völlig klar, also da solltest du tatsächlich ein bisschen strukturierter vorgehen, heißt einfach, wenn du zum Beispiel eine Puppe hast, wo du deine Klamotten schön drauf drapieren kannst, dann machst du eben erstmal diese Oberteile, die auf diese Puppe können oder Kleider oder was auch immer. Und wenn die Schuhe dran kommen, dann nimmst du einen bestimmten Winkel in einem bestimmten Licht. Da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Also geh da nicht so wild drauf los. Fang nicht so wild an, weil immer so Stück für Stück eins nach dem anderen. Ne? Ich neige ja tatsächlich auch leider dazu, immer mal wieder abzuschweifen, wie ihr merkt. Aber das ist, glaube ich, keine schlechte Sache, wenn man da sehr strukturiert vorgeht. Denn das ist das, wo man meistens abstirbt und die Sachen dann irgendwann keinen Spaß mehr machen. Da solltest du tatsächlich darauf achten, dass du dir so ein bisschen einen Plan machst, dass du das kategorisierst, dass du es schön einteilst und dann eben loslegst. Und wenn du anfängst, Fotos zu schießen, dann brauchst du gutes Licht. Das ist wie immer. Stell dir vor, versetz dich in die Lage des Käufers, ja. Du möchtest auch sehen, was ist das ungefähr, also was nicht ungefähr, sondern was ist das für eine Farbe? Versuch die so gut wie möglich einzufangen. Dazu eignet sich immer am besten Tageslicht, definitiv. Also mach's ruhig irgendwo in der Nähe des Fensters, richte dir da irgendeinen kleinen Platz ein und dann schieß dort deine Fotos. Die kannst du mit dem Handy machen. Der Vorteil mit dem Handy ist natürlich, dass du die App direkt auf dein Handy lädst und in der App natürlich die Fotos gleich machst. Aber
Es ist egal. Ich sehe immer wieder auch bei eBay Kleinanzeigen, bei eBay, was für schlechte Fotos da hochgeladen werden, aus den unmöglichsten Winkeln, und man kann eigentlich das Produkt gar nicht richtig erkennen. Also achte darauf, also kuratiere dein Produkt, was du verkaufen möchtest, schön, platziere das am Fenster, mach das, guck, dass das der Hintergrund ordentlich und sauber ist. Ne? Stell dir vor, du wärst der Käufer. Da willst du auch nicht sehen, dass da irgendwelche Wollmäuse in der Ecke rumliegen. Dann hat man gleich so ein bisschen, so ein komisches Gefühl dabei. Also guck, dass alles schön aussieht, dass es hell ist, dass das Produkt von vielen Seiten fotografiert wird. Und ich empfehle dir mindestens 3 gute Fotos aus verschiedenen, Winkeln, so heißt das. Aus verschiedenen Winkeln. Vielleicht mal eine Nahaufnahme, ein bisschen weiter weg, dass der Kunde sich genau vorstellen kann, wie das halt so aussieht. Und natürlich genauso wie der Hintergrund frei sein sollte von irgendwelchen Ablenkungen und geschweige denn von irgendwelchen Schmutz, solltest du auch die Produkte reinigen. Das ist selbstverständlich, aber manchmal passiert es tatsächlich, zum Beispiel so bei Gesellschaftsspielen, das passiert ja einfach auch ganz schnell, dass die so einstauben, und dann fotografieren die Leute das zum Teil und vergessen, dass da noch eine Staubschicht drauf ist. Also ich übertreibe ja, aber so, man sieht schon, okay, das stand auch schon ein paar Jahre im Regal. Also solche Sachen solltest du wirklich tunlichst vermeiden. Und Etiketten kannst du natürlich, kannst du und solltest du auch entfernen, außer du möchtest zeigen, dass es besonders teuer war zum Beispiel. Aber es gibt ja diese Klebstoff-Entferner-Spray, und damit lassen sich so auch alte und eingefressene Etiketten ganz gut entfernen. Und das solltest du definitiv machen, einfach, dass es schön aussieht, nochmal polieren. Manche Sachen, ja, zum Beispiel Acryl, ja, das lässt sich ganz gut nochmal polieren mit so einem Acrylmittel. Glas sollte richtig schön mit Glasreiniger nochmal gereinigt werden. Solche Sachen, das macht den Unterschied, und am Ende ist es dein Geld, was du vielleicht mehr dadurch einnimmst, weil du dir ein bisschen mehr Mühe gegeben hast für die Aufbereitung dieser gebrauchten Produkte. Ja, und dann konzentriere dich auch auf die Produktdetails. Das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Also das sieht man auch immer wieder, dass einfach die Größe vergessen wird. Ja, die Länge, die Höhe, die Breite, welche Größe das Kleidungsstück hat, aus welchem Material es hergestellt ist. Es ist alles ein bisschen Aufwand, aber dein Geldbeutel wird es dir danken. Und alle diese Hinweise, die du bis jetzt von mir bekommen hast, die sind natürlich universell einsetzbar. Also das gilt für alle Plattformen, egal wo du verkaufst, ist auch völlig klar. Ja, und genauso mit den Tipps, die jetzt kommen. Und zwar ist das, wähle die richtige Überschrift. Das ist genauso, als wenn du irgendwie als Unternehmer versuchst, was auf deiner Webseite zu verkaufen. Nenne die Dinge beim Namen. Nenne die Marke. Nenne das Produkt. Also zum Beispiel, du verkaufst ein älteres iPhone, ja, sagen wir mal iPhone 7. Dann fängst du an mit Apple iPhone. Farbe weiß, gebraucht, in gutem Zustand, in OVP, heißt Originalverpackung, ja. So, solltest du mehrere Stücke eines Artikels verkaufen wollen, dann schreib das bitte mit in die Beschreibung. Sag, was weiß ich, noch ein Ladekabel dazu, noch die Kopfhörer dazu. Schreib das alles rein, was dazu gehört, zu diesem iPhone, was du verkaufen möchtest. Aber diese Reihenfolge ist einfach wichtig, weil so ein eBay oder auf Amazon kann man ja auch verkaufen zum Beispiel. Das sind ja auch Suchmaschinen. So, das findet natürlich dann auch nur, oder der Käufer findet dann auch nur, wenn du mit der höchsten Wahrscheinlichkeit das eingibst, was dein Gegenüber eben auch sucht und möchte. So, von daher, lass alle schnörkeligen Bezeichnungen weg und konzentriere dich auf das, was da in dieser Überschrift stehen soll. Und muss einfach, sonst findet das niemand und du wunderst dich. Kurz vor Weihnachten und keiner will es haben. Also, manche Sachen haben keinen Namen, ja. Also das weiß ich auch aus diesen ganzen Organisationsgeschichten. Wenn man mal eine Organisationsbox sucht, dann weiß man gar nicht, wonach man suchen möchte eigentlich, bevor man es dann findet. Und deshalb sollte man da eher generisch bleiben, ein bisschen allgemeiner. Heißt, wenn es eine Babytrage ist, deine Kinder sind rausgewachsen, dann nenn das Ding Babytrage anstatt Manuka oder was es nicht alles gibt. Babyborn heißt das, oder nee, Babybjörn. Ach, ich weiß es nicht mehr. Meine sind schon zu groß.
Ich meine, Manuka und so, das sind natürlich große Marken, aber manchmal sind es eben keine großen Marken. Und wenn es dann irgendwie so ein ganz kleines, kleine Manufaktur ist, aus der es stammt, ja, dann muss dich auch erstmal wieder jemand finden. Also guck einfach den normalen Menschenverstand einsetzen bei solchen Sachen, wenn man sich denkt, Mensch, wie mache ich denn das? Wie gehe ich denn da jetzt am besten vor? Also halte dich in deiner Überschrift kurz und knackig. Damit hast du die meisten Chancen, dass die viele Leute dich finden werden und du dein Produkt dann auch zu einem guten Preis loswirst. So, und dann kommen wir mal zu den Plattformen. Da kenne ich mich jetzt auch nicht so bombenmäßig aus, aber natürlich, wie gesagt, so ein bisschen Erfahrung über die letzten Jahre habe ich natürlich schon gesammelt. Und ich fange an mit den eBay-Kleinanzeigen, weil ich finde, das ist auch gerade so als Verkaufsanfänger gar nicht das Schlechteste. Das kennt ihr sicherlich alles. Es gibt eine App, die lädst du auf dein Handy. Und das Vorteilhafte an eBay-Kleinanzeigen ist, es ist ein lokaler Markt. Die Leute finden dich anhand deiner Postleitzahl oder auch anhand deiner Stadt. Wenn es eine kleinere Stadt ist, bei uns in Berlin ist natürlich riesig und eben man da von A nach B oder Nord nach Süd oder West nach Ost gefahren ist, ist natürlich Wahnsinn. Da muss man schon mal gucken und da hat man manchmal auch keine Lust, dann für irgendeine Kleinigkeit eine Vase oder was durch die halbe Stadt zu fahren. Aber an sich sind die eBay-Kleinanzeigen eher da für Leute geeignet, die was in der Nähe suchen. Ja, das ist, man kann einen Festpreis festsetzen oder man kann eben auch eine Verhandlungsbasis bestimmen. Das ist je nach deinem Gefühl oder was du gerne magst. Ja, manch einer verhandelt ja nicht gerne, sagt, nee, das kostet 10 Euro und Feierabend. Also das musst du für dich entscheiden. Das kann dir niemand abnehmen, diese Entscheidung. Aber was eben sehr gut ist bei eBay-Kleinanzeigen, man zahlt keine Gebühren. Das ist eine ganz unverbindliche Plattform, würde ich mal sagen. Und das hat natürlich auch den negativen Beigeschmack, dass Leute sagen, sie kommen und dann kommen sie doch nicht das abholen. Oder man fährt irgendwo hin und der Artikel ist schon weg. Also das ist so ein bisschen das, wo der Nachteil von eBay-Kleinanzeigen. Aber im Großen und Ganzen ist das, finde ich, eine ganz, ganz tolle Sache. Und ich gucke häufig, wenn ich denke, es ist etwas, was ich mir anschaffen möchte, was sehr teuer ist oder wo ich denke, brauche ich das wirklich und möchte ich das wirklich überhaupt? Ja, passiert sehr selten mittlerweile, aber da gucke ich erstmal in die Kleinanzeigen und gucke, ob ich was in der Nähe finde. Und dann tut es auch nicht so weh, das dann zum Beispiel wieder weiterzuverkaufen, wenn man merkt, man braucht es eigentlich doch nicht. Ne? Ja, als nächstes ist das große Secondhand-Kaufhaus eBay an der Reihe. Das kennt natürlich auch jeder von euch, ist auch klar. Ne? Kann man auch die App runterladen, direkt in der App die Fotos, mit der App die Fotos machen, hochladen. Das war früher alles hochkompliziert. Heute ist das alles sehr einfach und sehr convenient, wie es so schön heißt. Also der große Vorteil an eBay ist, du hast ein internationales Publikum. Ich habe mal so ein DJ-Set, hat mir mal mein Mann geschenkt. Hat's lieb gemeint. Ich fand's auch toll. Die Idee war super, ich wollte immer DJen sein, aber irgendwie, die Kinder waren klein und ich habe es natürlich nie gemacht, so richtig, dreimal dran gesessen, aber das Ding war wirklich so schon ziemlich cool und ja, ich habe es dann auch irgendwie ein paar Jahre rumstehen haben oder es stand ein paar Jahre rum so und habe es dann tatsächlich verkauft und das ging dann auch, ich glaube, nach England. Ja, und solche Sachen, das ist natürlich cool, wenn man das rumzustehen hat. Auch eine tolle Kamera, ne, wo es Liebhaber für gibt und so. Da ist dann so ein eBay-Kleinanzeigen nicht der richtige Ort. Dafür ist eBay dann schon viel besser oder vielleicht auch Amazon. Ich habe da noch nie verkauft, das weiß ich nicht. Aber tatsächlich, da ist eBay die richtige Plattform definitiv. Und du kannst da natürlich per Auktion oder per Sofortkauf verkaufen. Das wissen sicherlich auch die meisten von euch. Beim Sofortkauf legst du einfach auch wieder einen Festpreis fest. Da hast du dann auch nicht die Sorge, dass das vielleicht am Ende für einen so geringen Preis rausgeht, was du gar nicht ertragen kannst. Und ja, bei Auktion ist es dann halt so, fängst mit einem Euro an und dann geht es eben los. Ne? Dann guckt man, wo die Reise hingeht. Und denk dran, eBay nimmt auch 10% deines Verkaufserlöses, also da musst du schon mit rechnen, ne? Und die Konkurrenz ist halt auch groß, ne? Umso größer die Plattform oder umso größer die Reichweite, umso größer immer die Konkurrenz, das ist auch völlig klar.
Und der Verkauf ist fest, ne? Das ist auch so eine Sache. Also wenn da jemand kommt und sagt, er nimmt es oder drückt auf den Knopf, jetzt hier Auktion beenden oder wie auch immer, oder Auktion ist beendet und er hat den Höchstpreis geboten, dann ist der auch dazu verpflichtet, das zu nehmen. Also da gibt's dann keinen Hickhack wie bei eBay Kleinanzeigen. Das ist der Vorteil bei eBay, aber alles natürlich hat immer, jede Medaille hat immer zwei Seiten. Ja, jetzt zu der heiklen Frage, welchen Preis soll ich denn aufrufen? Also meine persönliche Meinung ist, wenn es etwas ist, was wirklich im Gutzustand ist und jetzt keine Elektronik, die irgendwie auch veraltet, weil das muss man natürlich auch mal mit berechnen, so ein altes iPhone, das oder überhaupt ein altes Smartphone, ja, das verliert natürlich unglaublich am Preis. Aber meine persönliche Meinung ist immer so ein Drittel vom Originalpreis. Damit bin ich immer ganz gut gefahren. Aber der Artikel sollte tatsächlich in einem exzellenten Zustand sein. Also ja, und wenn das mal nicht ist, dann nimmst du eben weniger. Also so immer den Preis, mit dem du eben leben kannst. Ja, das ist auch ein bisschen Geschmackssache. Und dann kommt natürlich noch hinzu, jetzt sind wir im Herbst. Das ist natürlich eine ideale Zeit, um gebrauchte Dinge zu verkaufen. Weihnachten steht vor der Tür. Viele haben nicht so viel Kohle und wollen auch gar nicht so einen neuen Kram kaufen. Also gehen Sie doch und gucken bei eBay und bei eBay Kleinanzeigen und wie die ganzen Plattformen eben heißen. Ja, und deshalb, das wäre jetzt, das ist deine Chance. Also ich würde da tatsächlich auch immer gucken, was wird gerade geboten. Das lässt sich ja wunderschön recherchieren. Gibt einfach diesen Artikel ein bei eBay zum Beispiel. Da sieht man ja auch die beendeten Auktionen. Und daran kann man sich orientieren im Schnitt, ne? Wie gesagt, jahreszeitabhängig, saisonabhängig. Guckt euch um, guckt euch bei Kleiderkreisel um, ob ihr sowas findet oder Vinted, heißt ja nicht mehr Kleiderkreisel, heißt ja jetzt Vinted. Ja, also diese ganzen Plattformen, ich verlinke euch die auch alle unten in den Shownotes. Da guckt euch einfach um und denkt dran, vielleicht jetzt, wie gesagt, kurz vor Weihnachten, kurz vor Ostern, das sind immer super Zeiten. Auch nach Weihnachten tatsächlich im neuen Jahr. Leute bekommen oft Geld geschenkt, das darf man nicht vergessen. Und da wird auch gerne mal gekauft am Jahresanfang. Also solche Sachen sind natürlich dabei auch zu beachten. Aber ich sage euch ganz ehrlich, gerade so bei Spielzeug und Büchern und solchen Geschichten, ich glaube tatsächlich, da ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, die Sachen loszuwerden. Ja, dann hast du gewinnbringend verkauft hoffentlich. Was passiert danach? Dann kommt es drauf an, genau wo du verkauft hast, ob jemand in deiner Nähe ist, der kommt und das persönlich abholt. Oder eben, dass die Sachen verkauft werden, verschickt werden müssen. So. Und das passiert natürlich auch erst, Achtung, Achtung, nach Zahlungseingang. Ja? Also mach da nie den Fehler, irgendwas loszuschicken, ohne dass das Geld eingegangen ist. Ist leider so, dass da schon viele schlechte Erfahrungen gemacht wurden. Also von daher ist ja heute relativ einfach, auch mit PayPal und so. Da geht ja schon einiges besser als vielleicht noch vor ein paar Jahren. Aber ja, das ist wichtig. Und auch ganz wichtig, kommuniziere mit dem Käufer immer nur direkt über die Plattform. Das ist auch ganz wichtig. Ich habe letztens ein elektronisches Spielzeug für meinen Sohn verkaufen wollen und da schrieb mich auch gleich jemand über WhatsApp an und ob ich da noch andere Sachen, irgendwas noch besorgen könnte für ihn und so. Also ganz weirder Stuff, ganz komische Geschichte. Aber auf sowas lasse ich mich überhaupt nicht ein, macht es nicht. Never ever. Immer nur über die Plattform, weil dann kannst du auch beweisen, hey, das war ausgemacht, das ist ja wie letztendlich auch wie ein Vertrag oder ein gesprochenes Wort oder geschriebenes Wort oder wie auch immer. Also da will ich mir jetzt auch nicht aus dem Fenster hängen, aber solche Sachen bitte, bitte immer nur über die Plattform kommunizieren. Und gib nie deine Adresse natürlich öffentlich preis, das ist auch ganz wichtig, ne? Nicht darunter schreiben, verkaufe Sofa hier in da und da abzuholen, naja, also, oder was weiß ich nicht, irgendein super MacBook oder so, da sollte man schon sehr, sehr, sehr vorsichtig sein. Solche Sachen werden nur intern miteinander besprochen, wenn man da ein gutes Gefühl hat, ich meine, wir sind ja alle Menschen, da kann man sich auch auf sein Bauchgefühl verlassen, wenn man merkt, hey, das ist ein ganz netter Kontakt und da muss man natürlich irgendwann die Adresse der Person preisgeben, aber nie irgendwie öffentlich, ist völlig klar, ja. Und was ich auch oft mache, ist zum Beispiel, wenn dann irgendwas gekauft wird, ich habe letztens unsere alten Stühle verkauft, wir haben neue gekauft, ja, dann
stelle ich die schon so an die Tür oder vor die Tür, besonders wenn ich eben alleine bin und mal die Familie nicht da ist. Naja, dann weiß man ja nicht, wer kommt. Also stellt man es dann eher vor die Tür. Der Käufer freut sich meistens auch, dass er es nicht noch sonst wie weit schleppen muss. Also das sind so Sachen, da kann man schon so und sollte man auch sehr, sehr vorsichtig sein. Ne? Ja. Und wie gesagt, bei eBay Kleinanzeigen kann es natürlich immer sein, man schleppt den ganzen Kram vor die Tür und dann kommt der Käufer nicht. Aber gut, das ist eben das Risiko. Ja, was passiert, wenn der Artikel sich nun so gar nicht verkauft? Ne? Der lungert da auf seiner Position und man rutscht ja auch in Windeseile an Positionen 100.000. Also das ist ja alles möglich. Also da kann man natürlich je nach Plattform auch gucken, wie gehe ich da weiter vor? Sollte ich nochmal den Preis reduzieren? Sind meine Erwartungen realistisch? Sollte ich wirklich so einen hohen Preis aufrufen? Sind meine Fotos gut genug, dass man wirklich sieht, wie toll das Ding ist? Und ja, maximal solltest du da auch nur 2 Monate versuchen, so einen Artikel zu verkaufen. Denn irgendwann ist auch Schluss. Das ist ja genauso, als wenn die Tüte in der Ecke steht oder das Videogerät. Also dann ist auch irgendwann mal gut, wenn man merkt, hey, das will wirklich niemand haben, dann ist wirklich time to say goodbye. Dann geht das Ding wo auch immer hin. Entweder versucht man es noch zu verschenken. Aber ehrlich gesagt, wenn das niemand wollte, da muss man wirklich sehr, sehr mal ehrlich zu sich sein und sagen, hey, jetzt komm ab zur Müllhalde damit. Vielleicht, ne? Das kann gut sein. Ja, einfach, wie habe ich es mir hier aufgeschrieben, verschenken, spenden und den Kopf frei machen. Besser, also ja, kann ich es nicht mehr ausdenken. Also ich hatte ja jetzt, wie gesagt, eBay und eBay Kleinanzeigen im Vordergrund gehabt, aber es gibt natürlich noch viele, viele, viele andere Plattformen mittlerweile. Wie gesagt, ich werde die euch auch verlinken. Und Vinted ist ehemals Kleiderkreisel. Ja, also tolle, tolle Geschichten. Momox Kleidung heißen die, glaube ich. Muss ich auch nochmal gucken. Und dann habe ich noch was Tolles entdeckt, und zwar Sellpie oder Sellpie. Ich weiß es nicht genau, ehrlich gesagt, wie man es ausspricht, weil mein Englisch ist nicht schlecht, aber es ist eine schwedische Marke. Mein Schwedisch existiert nicht. Ist wahrscheinlich irgendein Kunstwort, damit sich's gut verkauft, ne? Also, jetzt, ich schweife ab, ist auch völlig wurscht. Auf jeden Fall, Sellpie funktioniert so. Man bestellt sich man sammelt seine ganzen Sachen zusammen. Es geht vorwiegend um Kleidung. Es können auch elektronische Geräte sein. Da müsst ihr einfach mal auf die Seite gucken. Und man packt diese Sellpie-Tasche, die man bestellt hat. Da passen 75 Liter rein. So ist die bemessen. Und alles, was einen höheren Wert als 5 Euro erzielen kann, wird verkauft. Und zwar von denen. Die machen die Fotos und stellen das ein, bieten das an und man kann sich einfach zurücklehnen. So beschreiben sie das auch auf ihrer Seite. Ja, und man guckt einfach rein, was hat sich verkauft, was hat sich nicht verkauft. Und man bekommt 90% des Erlöses, also ähnlich wie bei anderen Plattformen auch. Man zahlt 10% an Sellpie, aber man ist die Sachen los. Man weiß, die werden noch verkauft, die müssen schon in einem guten Zustand sein, die müssen auch gewaschen sein, die müssen sauber sein. Guckt euch die Seite an. Ich finde das Konzept super und vor allen Dingen ist es auch wiederum sehr convenient, also sehr komfortabel, ja, als Verkäufer. Man hat ja gar nicht mehr so viel Arbeit damit. Packt es in den Sack und ab zu Sellpie und die kümmern sich um den Rest und man kassiert am Ende noch ein bisschen Geld. Alles das, was nicht verkauft werden kann, wird gespendet. Es ist eine tolle Sache. Also verlinke ich euch in den Shownotes, finde ich super, das dann schon so ein bisschen Next Level online verkaufen. Und ja, bequem, einfach sehr bequem. Also mach dich ran, räum auf, miste aus und verkaufe deine Schätzchen online. Das kann ich dir nur anraten. Ich fasse auch nochmal zusammen, was ich hier heute so schon alles erzählt habe. Ja, also verkauf deine Sachen und mach da noch ein bisschen Geld mit. Das kann ich dir wirklich ans Herz legen. Es ist egal, welche Plattform, die Sachen sind wirklich auch selbsterklärend. Wenn sobald du ein Smartphone oder ein iPad oder ein Tablet hast, geht das rucki zucki. Natürlich kannst du auch eine Kamera nehmen. Das ist easy.
Das kannst du am Desktop machen. Das ist wirklich, wirklich komfortabel heute alles gelöst. Ja, es ist zeitaufwendig. Ja, es hat muss putzen und waschen nochmal vorher. Das ist alles völlig klar kontrollieren, ob alles in Ordnung ist. Ausmessen ist alles schon ein bisschen mit Arbeit verbunden. Aber es lohnt sich definitiv, wenn die Sachen gut aufbereitet sind. Dann kannst du damit nochmal einen Taler verdienen. Ja, setz die Sachen richtig in Szene. Such dir gute Lichtverhältnisse aus, mach schöne Fotos, das ist das A und O beim Verkaufen. Denk dran, wie du auf Fotos reagierst, das musst du immer im Hinterkopf haben. Wähl die richtige Überschrift, ja, also auch sehr wichtig, um dich einfach auch zu finden und in diesem ganzen Wust von Angeboten, wenn du eben auf Plattformen selbst verkaufen möchtest. Und wenn du das nicht machen möchtest, dann probier doch mal Selpi aus, wenn du sehr viele Kleidung hast oder auch gute Elektronik, die noch gut erhalten ist. Dann schau dir das an, auch eine super komfortable Möglichkeit, Secondhand online zu verkaufen. Meine Lieben, in diesem Sinne, das war eine sehr umfassende Sendung heute, eine schöne lange Episode. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr ganz, ganz viel Geld macht und nochmal zu Weihnachten die Weihnachtskasse auffüllen könnt. In diesem Sinne sage ich Tschüss bis in 14 Tagen und ich werde diese Episode auch nicht beenden und werde auch nicht müde, ohne euch zu bitten, folgt mir auf meinen sämtlichen Kanälen eBay, genau, bei Instagram und Facebook. Und ja, abonniert meinen Newsletter, auch wenn ich da nicht mehr hinterherkomme so richtig. Es ist unglaublich viel zu tun, aber das ist eine andere Geschichte. Und ja, seid einfach, nehmt Kontakt zu mir auf, schreibt mir ruhig auch mal auf Instagram, wie das geklappt hat, wenn ihr das versucht habt und noch nie vorher probiert habt, möglicherweise. Genau, kommt in die Facebook-Gruppe von den Dachdamen, von den KonMari Consultants. Ja, also alles gesagt. Und ich sage Tschüss, genießt die Zeit und bleibt gesund. Bis bald, eure Daniela.